Aufgrund seines Grußwortes für die internationalen Wochen gegen Rassismus im März erhielt der Rottenburger Oberbürgermeister Stefan Neher jetzt eine Strafanzeige wegen Beleidigung. Anzeige erstattete ein Mitglied der AfD. Grund für die Anzeige ist dieser Satz. Mit der Bundestagswahl 2017 ist die AfD in den Bundestag eingezogen. Eine Partei, bei der Ausländerfeindlichkeit und Rassismus im Programm stehen. Den Tatvorwurf wegen Beleidigung erhielt Neher am 3. August von der Kriminalpolizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft Tübingen. Bereits 2014 hatte die AfD den Rottenburger Oberbürgermeister wegen Beleidigung, übler Nachrede und Verleumdung angezeigt, nachdem Neher die Partei als AfD-Nazis, die schlimmer seien als die NPD, bezeichnet hatte. Damals hatte Neher nach einiger Zeit und langem Zögern dann eine Geldstrafe in Höhe von 3.000 Euro bezahlt. Trotzdem, der Oberbürgermeister plädiert für die Bekämpfung von Rassismus und Diskriminierung und empfinde es als wichtig, in Deutschland vor der AfD zu warnen, damit Bürgerinnen und Bürger in diesem Land sicher und in Freiheit leben könnten.